Hallo Leute, Namaste, willkommen in meinem indischen Küche. Heute gibt es ein Linsenrezept und es ist Dal ki Dulhan. Es ist ein sehr interessantes Rezept. Dafür zubereiten wir Linsensuppe und auch die selbstgemachte Nudeln. Und danach lassen wir alles zusammen köcheln. Im Winter essen wir dieses Gericht sehr oft und deswegen möchte ich euch zeigen. So, jetzt fangen wir mal an. 150 Gramm Tudal. Es ist geschälte und halbierte Straucherbsen. Dieses könnt ihr im Bioladen finden. 20 Gramm rote Linsen. Eine große Tomate. Eine Zwiebel. Ein Esslöffel Knoblauch. Ein Esslöffel Ingwer. 150 Gramm Weizenmehl. Hier habe ich indisches Mehl genommen, es ist Atta und wir können auch Weizenmehltyp 10 von sich nehmen. 1 Teelöffel Kreuzkümmel, Salz, Chilipulver, 2 Teelöffel Korianderpulver, ca. 1 Teelöffel Kurkuma-Pulver und rote Chili. Zuerst waschen wir die beiden Linsen zusammen und zum Einweichen lassen. Ich koche die Linsen im Schnellkochtopf, deswegen lasse ich es einfach für 30 Minuten einweichen und wenn ihr es in einem Topf kocht, dann bitte lasst es für ca. 1 oder 2 Stunden einweichen. Eingeweichte Linsen, ca. 500 ml Wasser, einen halben Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Kurkuma-Pulver hinzugeben und verschließt den Deckel auf mittlere Hitze für ca. 5 Minuten kochen lassen. In der Zwischenzeit bereiten wir den Teig. Dafür Mehl, ein Viertel Teelöffel Kurkuma-Pulver, ein Viertel Teelöffel Salz, ein Esslöffel Ghee oder Öl und ca. 100 ml Wasser in eine Schüssel geben und alles gut vermischen und einen Teig kneten. Von der Konsistenz her, den Teig sollte etwas fest sein. Sudieren für ca. 15 Minuten gehen lassen. Teig wieder mal ein bisschen kneten. Eine Kugel nehmen und ausrollen. Und es sollte nicht so ganz dünn sein. Mit einer Aufstecker runde Stückchen ausschneiden. Die Ränder etwas mit Wasser bestreichen und die beiden Enden zusammendrücken. Dann drücken wir die anderen Enden zusammen. So in diese Form zu bereiten. Die alle solche Blümchen zu bereiten. Es sieht so schön aus. Dann bereiten wir Masala, dafür Ghee erhitzen. Ich benutze sehr oft Ghee, so vielleicht kennt ihr auch es mit Ghee zubereiten. Ghee-Rezept ist auch auf meinem YouTube-Kanal. Rote Chili und Kreuzkümmel hinzugeben, ganz kurz anbraten. Dann fügen wir Zwiebel, Ingwer und Knoblauch hin, gut anbraten. Dann fügen wir Tomate hin und weiter anbraten. Salz, Chilipulver und Korianderpulver hinzugeben. Kurz mal für ca. 2-3 Minuten anbraten. Diese Masala ist ganz gut zubereitet. Jetzt fügen wir Linsenmischung hin. Dal ist auch gut durchgekocht.
Jetzt fügen wir es auch hin. Alles gut vermischen. Noch mehr Wasser. Ich gebe hier ca. 300 ml Wasser hin. Und hier lassen wir die Konsistenz etwas dünnflüssiger, weil wir später die Teigstückchen hineingeben und dann alles zusammengekocht wird. Deswegen braucht es eine flüssige Konsistenz. Diese Teigklümpchen reingeben. Sudigen auf mittlerer Hitze für mindestens 20 Minuten köcheln lassen. Am Ende mit Fisch und Koriander garnieren. Fisch und Koriander schmeckt hier wirklich sehr lecker. Und wir sind fertig. Hier ist dieses leckeres Dal Gedulhan. Und es ist etwas anders. Ich hoffe euch, dass es euch gefallen hat. Es schmeckt super lecker und sieht auch total schön. So, bitte versucht mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!